US-Präsident Biden hat Israel mit deutlichen Worten vor einer Bodenoffensive in Rafah gewarnt. Biden sagte, er sei der festen Überzeugung, dass es einen vorübergehenden Waffenstillstand geben müsse, um die Geiseln zu befreien. Bis dahin erwarte er von Ministerpräsident Netanyahu, dass die israelische Armee nicht in die Stadt im Süden des Gazastreifens vorrücke. In Rafah befinden sich derzeit mehr als 1 Million Menschen. Südlich der Grenze bereitet sich Ägypten offenbar auf eine mögliche Massenflucht vor. Wie diese Bilder zeigen sollen, sind Bulldozer und Kräne im Einsatz. Die Regierung in Kairo dementiert jedoch Gerüchte um ein mögliches Auffanglager für Palästinenser. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.